Das Thema heute bei Standpunkt: Professor Keimsteins Weltfriedensplan oder wie man sofort alle Kriege beendet. Und hier ist er, frisch aus Berlin, euer Lieblings-News-Sender! Hallo Leute und herzlich willkommen bei Standpunkt in einem neuen Design und in 3D und Farbe. Ab heute werden wir immer wieder mal neue Studiogäste bei uns begrüßen und unser heutiger Gast ist Professor Bert Keimstein vom Technischen Institut für Folgenunterschätzung Berlin. Guten Abend, Herr Professor Keimstein. Einen schönen guten Abend. Herr Professor Keimstein, wir haben Sie eingeladen, weil Sie eine unheimlich innovative Friedenslösung für alle Kriegsgebiete dieser Welt entwickelt haben. Und diese wäre sogar sofort umsetzbar. Worum geht es denn dabei? Ja, es ist nicht nur als eine ultimative Friedenslösung gedacht, sondern ist auch direkt eine Lösung, die nennt sich Lysergsäure, die mit Thylamid im Volksmund eher als LSD geschluckt bzw. bekannt. Erfunden hat das ein Kollege von mir, Dr. Albert Hoffmann, in den 50er Jahren. Und dieses LSD ist so gegen allerlei Zipperlein gut. Herr Professor, verstehe ich das jetzt richtig? Eine Droge als Friedenslösung? Ja, das ist ja richtig. Lassen Sie mich das anhand eines kleinen Filmchens erklären, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. Das klingt ja sehr interessant. Also schauen wir uns mal den Film an, den Herr Professor Keimstein da für uns mitgebracht hat. Er wird diesen auch gleich kommentieren. Wie Sie gleich sehen werden, geht es um Experimente in der US-Armee und in der Royal Air Force in den 60er Jahren. Man hat den eigenen Soldaten LSD verabreicht, um die Auswirkungen auf Bezug, Disziplin und Kriegstauglichkeit zu studieren. Das ist übrigens Originalfilmmaterial aus den Militärarchiven. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Gruppe Soldaten der US-Armee, den hat man LSD verabreicht und man sieht deutlich, es gibt keinen Ernst mehr bei den Leuten, mehr in der Truppe. Die Soldaten bekommen Lachanfälle und marschieren wie ein Haufen besoffener Hühner. Noch ganz deutlicher ist es hier im Filmausschnitt von der Royal Air Force zu sehen. In der Truppe geht ja gar nichts mehr. Alle liegen mit Lachkrampf auf dem Boden. Einer verwängt sich mit dem Feldtelefonkabel. Und die anderen meint, der andere meint, der ist ein Affe und muss auf den Baum klettern. Also der meint, der stammt noch nicht vom Affen ab. Ja, ich finde das lustig. Deswegen hat man wahrscheinlich LSD verboten, vor allen Dingen, weil es auch länger als 24 oder 48 bis hin zu 72 Stunden wirkt. Wirklich sehr lustig. Und Sie meinten, man müsste LSD legalisieren? Nein, das muss nicht unbedingt sein. Wir wollen ja diesen Effekt direkt in Kriegsgebieten haben. Also da, wo die Bomben fallen und wo geschossen wird. Ne? Und wie haben Sie sich denn das gedacht, Herr Professor? Ja, also wie wir alle wissen, haben ja die Amerikaner damals flächendeckend Agent Orange im Vietnamkrieg versprüht. Zweifelsohne eine Sauerei. Aber was soll ich dazu sagen? Man könnte auf jeden Fall dieses Prinzip nutzen, um auf die gleiche Art und Weise mit Flugzeugen dieses LSD zu versprühen. Und zwar genau über die Gefechtsstellungen der Soldaten und das weltweit, ob nun in der Ukraine, im Nahen Osten oder in Krisengebieten in Afrika.
Sie wollen also LSD über Soldaten versprühen, die in ihren Stellungen nur ihren Job machen? Ja, ganz genau. Damit sie vor Lachen umfallen und nicht mehr schießen können. Die Mortalität wäre dann dabei praktisch gegen Null. Und wenn man überlegt, dass man bei einer das Tausendfache der wirksamen Dosis von LSD benötigt, um einen Menschen zu töten, ist das sehr gering. Gegenüber zum Beispiel Alkohol im Vergleich, da reicht das Achtfache einer wirksamen Dosis von diesem Mittel, um einen Menschen zu töten. Nur der Vorteil ist hier, dass hier mit LSD Waffenstillstand garantiert ist. Aber Herr Professor, wer soll denn so eine Aktion leiten? Ja, das Ganze müsste dann unter dem Mandat der UNO laufen oder privat finanziert werden. Vielleicht spenden ja ein paar Leute für ein paar Transallmaschinen, die das Zeug dann versprühen. Ja, und damit wir solche Bilder wie diese hier zum Beispiel nicht mehr sehen müssen, die sind ja schrecklich, sondern solche hier, das wäre doch total schön. Und wenn man dann noch eine DJ-Anlage aufbaut, wenn man dann noch eine DJ-Anlage hinkart, gibt es Love Parade am Hindukusch. Und noch Irak oder sonst wo, oder in Korea. Was soll ich sonst sagen, ja. Herr Professor Dr. Keimstein, wirklich eine sehr interessante Idee. Ich bedanke mich Ihnen für das nette Gespräch und hoffentlich findet Ihre Idee auch rasch Anklang, denn Zeit wird's. Hat mich auch sehr gefreut, sehr gerne. Ach, Wiedersehen, Herr Engel. Wiedersehen. Etwas verrückt, der alte Professor, oder? Naja, Genie und Wahnsinn liegen ja bekanntlicherweise eng beieinander, das weiß man ja. Aber ich finde diese Idee ganz gut und das ist eine Option. Wenn man wirklich Frieden haben will, warum nicht LSD in die Kriegsgebiete einbringen, also ausstreuen. Die Soldaten lachen sich kaputt, keiner schießt mehr. Auf beiden Seiten. Politiker reden ja immer über den Frieden, aber meinen sie das wirklich ernst? Oder vertreten sie doch lieber irgendwelche knallharten Wirtschaftsinteressen, die lieber am Krieg interessiert sind, an Materialschlachten? Was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Kommentare dazu, ich freue mich. Und Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Hasta luego, bis bald.